Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist übergewichtig, ein Fünftel sogar krankhaft fettleibig. Abnehmen wollen viele, aber wie? Bei der sogenannten 10-in-2-Diät sollen die Kilos purzeln ohne Kalorienzählen und ohne komplizierte Diätpläne. Nur wieder ein neuer Diät-Gag oder endlich eine Lösung. Elke Weiß mit den Ergebnissen. Bernhard Ludwig schwört auf seine 10-in-2-Diät. Seit 4 Jahren isst er nur jeden zweiten Tag. Wenn man jetzt einen Tag isst, kann man alles essen, was man will. Am nächsten Tag null Diät. Einen Tag nichts essen, null Diät. Das kann man zusammenfassen auf 10 in 2 Tagen. Der Erfolg gibt dem Kabarettisten recht. Diese Aufnahmen zeigen ihn vor 15 Jahren. Heute wiegt er 20 Kilo weniger. 5.981 Begeisterte haben sich ihm via Facebook bereits angeschlossen. Und das hat jetzt auch Ernährungsmediziner neugierig gemacht. Wissenschaft trifft Kabarett. Und das Ergebnis ist eine Studie der Medizinischen Universität Wien. Susanne Lindenthal ist eine von 9 Personen, die im Dienste der Wissenschaft 3 Monate lang jeden zweiten Tag gehungert haben. Im 14-Tage-Rhythmus wurden Gewichtskontrollen und Bluttests durchgeführt. Es wurden Enzyme gemessen, es wurde die Nierenfunktion überprüft, die Leberfunktion überprüft. Und diese Ergebnisse haben alle Normalwerte gezeigt. Es gab keinerlei negative Effekte, die in irgendeine Richtung gehen könnten. Was die Ärzte besonders erstaunte, alle Testpersonen haben vor allem Fett und kaum Muskelmasse verloren. Während der Studie waren sie ungefähr 7 Kilo. Ich habe aber dann weitergemacht und in Summe habe ich 16 Kilo abgenommen. Und Sie machen es immer noch? Ich mache es immer noch, ja. Und warum? Weil es mir einfach gut dabei geht. Es ist wirklich eine Wohlbefindenssteigerung, die mit nichts vergleichbar ist. Es sprechen sogar einige Anzeichen dafür, dass sich 10 in 2 positiv auf die Lebenserwartung auswirken könnte. In Tiermodellen konnten Wissenschaftler nachweisen, dass dieses sogenannte intermittierende Fasten das Leben verlängert und altersbedingte Erkrankungen seltener auftreten. Vergleichbare Studien an Menschen gibt es aber noch nicht. Wird man glücklicher mit 10 in 2? Offenbar ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es nur kurze Zeit ausprobiert und man fühlt sich an dem nächsten Tag, nachdem man einen Fastentag eingeschaltet hat, sehr wohl. Die Wiener Studie hat Miriam Pössniger neugierig gemacht. Für konkret hat sie 10 in 2 getestet, um so endlich jene paar Kilo wieder loszuwerden, die sie im letzten Jahr zugenommen hat. Im ersten Monat ist zu rechnen, dass man bei dem Ausgangsgewicht circa, wenn man das wirklich jeden zweiten Tag genau einhält, 4 bis 4,5 Kilo abnimmt. Davon wird etwa die Hälfte oder nicht ganz die Hälfte Fettgewebe sein. Wir sind gespannt, ob die Prognose stimmt und Miriam tatsächlich vor allem Fett verloren hat. 40. Wie schaut's aus? Ja, wir haben hier eine Gewichtsreduktion um ca. 3,5 Kilogramm und eine sehr schöne Reduktion der Fettmasse von 21,6 Kilogramm auf 18,8 Kilogramm. Also ein Großteil des verlorenen Gewichtes ist auf die Fettmasse zurückzuführen. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Am Anfang habe ich geschaut, dass sie relativ früh schlafen geht, damit sie bald wieder essen kann. Wobei man dann in der Früh wirklich satt aufwacht. Man ist wirklich nicht hungrig in der Früh. Und habe dann mir immer schon überlegt, was esse ich morgen? Das hat sie dann auch relativ bald aufgehört. Jetzt gehört die 24-Jährige zu Bernhard Ludwigs Fangemeinde, die nur jeden zweiten Tag isst. Doch nicht jeder darf mitmachen. Das kann eine schwere Herzerkrankung sein, das kann eine schwere Nierenerkrankung sein, das können auch Stoffwechselveränderungen sein. Das heißt, es gehört jeder Mensch, der eine derartige Gewichtsreduktion beabsichtigt durchzuführen,
vorher durchuntersucht. Und auch ohne Bewegung geht es nicht. Warum Bernhard Ludwig Sex oder Minigolf empfiehlt? Naja, auf jeden Fall ist dafür mehr Spaß im Leben. Für Ihren Humor, Herr Ludwig, sind Sie bekannt. Jetzt sagen Sie, wer jeden zweiten Tag nichts isst, schaut auch jünger aus. Das Gegenteil ist doch der Fall. Man wird eingefallen, man wird faltig. Ist das auch Spaß oder meinen Sie das ernst? Na, das meine ich sehr ernst und das ist einfach eine Beobachtung. Wenn man die Leute, die Zähne 2 macht, anschaut nach 10 Monaten, schaut man um 10 Jahre jünger aus. Und das ist einfach eine klassische Beobachtung. Es könnte auch umgekehrt sein. Ich bin da sehr neugierig. Herr Dr. Penninger, Sie sind wissenschaftlicher Direktor am Institut für molekulare Biotechnologie an der Akademie für Wissenschaften. Lässt sich sowas, was er jetzt gesagt hat, auch wissenschaftlich untermauern oder spricht da alles dagegen? In letzter Zeit hat es sehr gute Studien gegeben, wenn man zum Beispiel Mäuse weniger zum Essen gibt oder dieselben Kalorien gibt und einen Tag fastet, dann können die länger leben und es hat auch Auswirkungen auf Krebs. Und wahrscheinlich das Einzige, das wirklich in Hefe, in Fliegen, in Würmern und eventuell auch bei Menschen funktioniert, lebensverlängernd funktioniert und eventuell auch funktioniert, dass man gesünder lange lebt, ist wahrscheinlich, dass man fastet. Und wir versuchen natürlich als Molekularbiologen rauszukriegen, wie es funktioniert. Kann man ungefähr erklären, was im Körper vor sich geht, wenn man jetzt einen Tag gar nichts isst und dann am nächsten Tag wieder isst, schnellt dann der Blutzucker wieder hoch? Was passiert da? Also ich glaube, erstens muss man dazu sagen, bei Menschen muss man noch sorgfältige Studien machen, weil es noch nicht wirklich klar, ob ein Tag Fasten und einen Tag Essen wirklich gut funktionieren oder ob man länger fasten muss. Aber was passiert, ist ein fundamentaler Prozess in Biologie. Das mehr oder weniger jedes Lebewesen, jede Zelle hat. Und das heißt, wenn ihr nicht genug zum Essen habt, dann verwendet die Zelle Teile von sich selber, um mehr oder weniger sich zu ernähren. Also die fressen sich selber auf, damit die Zelle, die nur lebenswert ist, weiterleben kann. Ist das jetzt so, dass man sagt, Sie hatten eine schwere Krankheit vor 10 Jahren, Herr Ludwig? Hätte Ihnen unter Umständen das frühere Beginnen mit dem Fasten vor 10, vor 20 Jahren vor seinem Schlaganfall bewahren können? Hätte er weniger gegessen? Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Und was wirklich braucht auf dem Gebiet, und da stimmen Sie mir sicher zu, ist, dass man sorgfältige Studien macht. Bei Mäusen können wir diese Studien wunderbar machen und auch bei Affen kann man die machen und bei Hunden. Und das ist ziemlich klar, wenn man denen weniger zum Fressen gibt, Kalorien weniger macht oder intermittieren wie bei Ihnen, also fastet, dann können die länger leben und auch leben, also gesünder leben. Aber bei Menschen, ich glaube, was man bräuchte, ist wirklich eine Langzeitstudie mit 30.000 Leuten in Japan, in China, in Nordamerika, in Österreich, wo man wirklich diese Dinge austestet. Herr Ludwig, Sie testen es jetzt seit wie vielen Jahren? Ich mache es 4 Jahre und ich glaube auch, dass Studien das dringendst Notwendige sind. Dass nachdem so vielversprechende Dinge anstehen, muss jeder, damit wir aus der Maus eine Studie machen können, muss sagen, der am meisten interessiert sind, ist der Betroffene selber. Dass er sagt, ich gehe zum Arzt, ich lasse mich anschauen, ich lasse meine wichtigsten Funktionen anschauen und dann nach 10 Monaten schaue ich mir es nur einmal an. Was hat sich alles geändert? Und da geht klar hervor, dass sich alles, was es bei unseren Risikofaktoren dramatisch ändern wird. Das geht ja, also Sie gehen sogar so weit zu sagen, unser Nahrungsangebotsüberfluss, gerade bei uns in der westlichen Welt, macht uns krank. Sie gehen sogar so, dass Sie sagen, es wäre gar nicht wichtig, was und wie viel man isst, sondern wann man isst. Das würde ja heißen, dass wenn ich mich nur jeden zweiten Tag ernährt, dafür schlecht, ist es gescheiter, als ich esse jeden Tag was Gesundes. Ist das Ihr Ernst? Das ist bei den Mäusen herausgekommen, aber so dumm wie eine Maus brauchen wir ja nicht sein. Also das, was wir beobachtet haben bei den 7000 sind inzwischen eben Facebook sind, dass man ganz von selber Gesundheit hineinschwindelt, ja, dass man eher von selber viel gescheitere Sachen isst und Bewegung hineinschwindelt, weil das viel leichter ist. Wenn man ein paar Kilo Fett weniger hat, bewegt man sich ja leichter. Das ist der Trick. Also bei den meisten hat sich das dramatisch geändert. Aber was bei den Mäusen herausgekommen ist, die haben sehr eine blöde Diät gekriegt, weil sie nichts anderes gehabt haben, mit 60% Fett. Und die haben gleich vergessen. Und die eine ist fett, krank und dumm geworden und ist früh gestorben. Und die andere hat gleich vergessen und ist gesund geblieben. Nur hat man bei der 8 Stunden essen lassen und 16 Stunden nicht essen. Das ist umgesetzt dasselbe, was ich bei 10-2 sage. Ich sage 16 Stunden essen, 32 Stunden fasten, das ist 10-2 bei Mäusen.
Dort hat es funktioniert, ob es bei uns braucht man nicht genauso nachmachen. Zugegeben, auch einige unserer Kollegen haben es in der Redaktion probiert. Es dauert einige Tage, um sich an dieses 32-Stunden-Fasten zu gewöhnen. Ja. Einfach ist es nicht. Jetzt geht die Uni Heidelberg so weit, dass sie sagt, Übergewicht ist für viele Formen von Krebs verantwortlich. Es wäre schlimmer, zu viel zu essen, als schlecht zu essen. Ist es wirklich einfach nur die Menge, die hier den Unterschied macht, Herr Dr. Benninger? Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Also Übergewicht ist in der Tat ein Risikofaktor für Krebs. Also der größte Risikofaktor für Krebs ist, dass wir älter werden, und der zweitgrößte und einer der anderen großen Risikofaktoren ist, dass man Übergewicht hat. Und dass man Übergewicht generell reduziert, ist natürlich für die Gesamtbevölkerung wichtig, weil wir haben weniger Diabetes, wahrscheinlich weniger Krebs, aber wir haben vor kurzem eine Studie publiziert in Nature, wo es auch sehr darauf ankommt, welches Nahrungsmittel ich zu mir nehme. Also nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität. Und der Grund ist auch, bestimmte Nahrungsmittel ändern die Bakterien, die bei mir im Darm leben. Wir sehen. Und die Bakterien ändern, ob ich eventuell fett werde oder eventuell Alzheimer kriege. Sie sind der beste Beweis, dass es funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Kommen ins Studio. Danke. Dankeschön.